Games Club. Hey Leute und herzlich willkommen hier auf Games Club mit mir Nero Devil. Wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich vor einiger Zeit ein Video zu Black Desert Online rausgebracht, wo ich euch das Spiel im Allgemeinen etwas näher gebracht habe. Falls ihr das Video noch nicht kennt, werde ich es euch hier nochmal verlinken. Inzwischen ist ja einige Zeit vergangen und natürlich gibt es somit auch neue Infos zu Black Desert Online. Was sich denn genau alles getan hat, werde ich euch natürlich an dieser Stelle zeigen. Das Wichtigste zuerst, Black Desert Online sieht immer noch übelst geil aus. Ach ja, und es ist übrigens am 17. Dezember in die Open Beta gestartet. Yay! Bevor ihr allerdings komplett ausrastet und Platz auf eurer Festplatte schafft, sei jedoch eins gesagt. Black Desert befindet sich zwar seit einiger Zeit in der Open Beta, diese läuft allerdings nur in Korea. Und nicht nur das, die Open Beta hat sogar einen sogenannten IP-Block. Sprich, Leute, die Black Desert spielen wollen und sich nicht in Korea befinden oder zumindest keine koreanische IP haben, müssen draußen bleiben. Das ist für die, die Black Desert mal anspielen wollten, natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber zum Glück gibt es noch so einige Neuigkeiten zu erzählen. Beispielsweise das sogenannte Karma-System. Der Ruf von Spielern in Black Desert Online ist in drei Stufen aufgeteilt. Grün, der Spieler hat neutrales Karma und liegt unter der Mindeststufe für Open World PvP. Blau, der Spieler hat PvP zwar aktiviert, jedoch keine PvP-Handlung begangen. Und Rot, der Spieler hat vor kurzem andere Spieler getötet oder wurde bei einem Diebstahl erwischt. Moment mal, wie war das? Genau, ihr habt richtig gehört. In Black Desert Online wird es nicht nur Open World PvP geben, sondern es ist auch möglich, NPCs Gold und Gegenstände zu klauen. Ich meine, wie geil ist das denn? Endlich kann man den geldgierigen Händlern, die den ganzen Tag nur auf ihren faulen Hintern sitzen und einem das hart erfarmte Geld abknöpfen, auch mal was klauen. Jedoch ist bei solchen Aktionen stets Vorsicht geboten. Denn wird man beim Klauen erwischt oder metzelt man die ganze Zeit andere Spieler nieder, so sinkt das Karma des Spielers. Hat dieses dann einen bestimmten Wert erreicht, so ist es möglich, dass einen Wachen angreifen und dass man bei seinem Ableben sogar Gegenstände fallen lässt. Wenn ihr mich fragt, ein extrem cooles Konzept, das einen Haufen Glaubwürdigkeit in die Spielwelt bringt. Apropos Glaubwürdigkeit. In Black Desert Online kommt auch das sogenannte Wissenssystem zum Einsatz. Was das macht? Nun ja, es gibt verschiedene Kategorien, in denen ein Spieler Wissen sammeln kann. Zum Beispiel Wissen über Personen, Orte, Pflanzen, Monster und so weiter und so fort. Hat man die Leiste einer solchen Kategorie gefüllt, so erhält man einen Gesprächspunkt. Diese Gesprächspunkte kann man bei NPCs benutzen, um beispielsweise Freundschaften mit ihnen zu schließen oder Geschichten auszutauschen. Seid ihr dann eng genug mit einem der NPCs befreundet, kann es sein, dass dieser euch zu einer versteckten Quest, einem versteckten Laden oder sonst etwas führt. Es zahlt sich also auf jeden Fall aus, hin und wieder bei seinem Kumpel vorbeizuschauen. Vor einiger Zeit wurde auch ein Trailer veröffentlicht, bei dem gezeigt wird, wie sich die Rüstung eines Charakters durch Abnutzung verändert. So sieht man etwa bei einer ehemals schönen und optisch ansprechenden Rüstung nach einiger Zeit deutliche Gebrauchsspuren. Finde ich auf jeden Fall eine extrem geile Sache, weil man so prima sieht, was der eigene Charakter denn so alles durchgemacht hat. Ich meine, stellt euch Folgendes vor. Ihr tretet mit eurer Gruppe einem riesigen Bossmonster entgegen und nach einem langen und anstrengenden Kampf, bei dem ihr den Boss gerade noch so besiegt habt, steht eure Gruppe siegreich in zerfetzter Rüstung vor dem gefallenen Körper des Schurken. Das wäre mal mega awesome, nicht wahr? Aber wenn die Rüstung mal gerade nicht zerfetzt ist oder ihr sie gerade beim örtlichen Schmied repariert habt, sollte sie natürlich schon etwas hermachen, oder? Zu diesem Zweck wurde auch das Färbesystem vorgestellt. Es ist zwar nur ein kurzer Abschnitt davon im Trailer zu sehen, allerdings sieht man schon da, was Black Desert im unglaublich umfangreichen Charaktereditor abliefert, macht auch vor dem Färbesystem keinen Halt. Jedes Kleidungsstück hat mehrere Bereiche, die sich unabhängig voneinander einfärben lassen. Ungefähr so wie das Färbesystem aus Guild Wars 2. Somit kann man seiner Kreativität auch farblich freien Lauf lassen. Natürlich hat sich auch abseits des Spiels einiges getan. Etwa hat Black Desert Online einen Publisher für den westlichen Markt gefunden. Und dieser ist kein geringerer als Daum höchstpersönlich. Wahrscheinlich fragt ihr euch gerade, hä, Daum? Noch nie gehört. Das liegt wohl daran, dass Daum bisher nur in Korea bekannt ist und dort auch die koreanische Version von Black Desert published. Der Publisher öffnet für das Spiel also extra einen neuen Zweig, der sich um die Vermarktung bei uns kümmern wird. Und wann erscheint dieses von vielen unter Hochspannung erwartete MMO denn nun? Nun ja,
Anfangs hatte Daum noch damit gerechnet, Black Desert im Jahr 2015 bei uns raushauen zu können. Inzwischen ist aber leider bekannt, dass das Black Desert wohl nicht vor 2016 zu uns schaffen wird. Es ist aber auch immer wieder dasselbe mit diesen koreanischen MMOs. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen News-Update Black Desert ein wenig näher bringen. Freut ihr euch eigentlich genauso auf Black Desert wie ich? Schreibt's mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt doch mal den Abo-Button hier unten. Links und rechts geht's übrigens zu meinen letzten beiden Videos. Von meiner Seite war's das wieder mal für heute. Ciao, ciao.